Ein Hallo an die verehrte Zuhörerschaft. Willkommen zum Let's Play von Panzer Corps in der Modifikation Der andere Weg. Szenario 2 ist noch ganz frisch. Wir befinden uns gerade einmal in Runde 2. Es ist der 4. September, 10 Uhr, was mir zeigt, dass es jetzt noch kürzere Runden gibt. Im vorhergehenden Szenario hatten wir jeweils 4 Stunden Abstand. Hier scheint es nur 2 zu sein, denn in der ersten Runde war es 8 Uhr, jetzt ist es 10 Uhr. Und versuchen mal drauf zu achten, dann müsste es ja in Runde 3 12 Uhr sein. Mir gefällt es aber, dieser Ansatz, passend zur Umgebung oder passend zum Gelände, die Zeiten anzupassen, weil es eben unrealistisch wäre zu sagen, bei Abständen von wenigen Kilometern zwischen einzelnen Ortschaften vergehen halt komplette Tage, ja, um deine Truppe hin und her zu bewegen. Das würde ja nicht passen. Aber so funktioniert das ganz gut. Und wir kommandieren ja auch in in dieser Kampagne, in dieser Modifikation keine Divisionen, so wie es noch bei Battlefield Europe war. Vielleicht können sich einige an diese Let's Play-Serie erinnern, sondern es sind Abteilungen, Regimenter, und damit kann ich relativ gut leben. Okay, letzte Runde wurde uns eine neue Kerneinheit geschenkt, und zwar das erste Flak-Regiment Milan. Ich muss mal gucken, nein, Helden oder irgendwas haben sie nicht. Aber es ist wirklich eine starke Einheit. Sie hat auch schon ein Transportfahrzeug bekommen und wird uns gute Dienste leisten gegen die französischen sehr starken Tanks. Bevor wir aber mit denen in Kontakt kommen, was vermutlich einfach noch eine Weile dauern wird, bewege ich einfach meine Truppen weiter und versuche so schnell wie möglich das Gelände zu besetzen. Prestige gibt es keins, nur durch die Eroberung können wir welches erlangen, aber das sollte kein Problem sein, denn es gibt ja reichlich Städte zu besetzen. Ja. Muss mal gucken, dass ich meine Einheit hier oben irgendwann trotzdem runter bewege, weil eigentlich soll die ja hier unten scouten gehen. Also im Grunde ist die völlig auf dem falschen Dampfer. Also ziehen wir die jetzt hier mal hier zurück. Und die Infanterieeinheit hier drüben sollte alleine in der Lage sein, die ganzen Städtchen zu besetzen. Das ist ja. Was haben wir denn hier Feines? Ein Dollarzeichen über einem kleinen Gebäude. Burg Eltz. Okay. Sieht zwar nicht aus wie eine Burg, aber wird sicherlich noch irgendeine Rolle spielen im Szenario. Lassen wir uns überraschen. Gut. Jetzt aber weiter im Geschehen. Versuchen wir es immer ein bisschen effektiv zu besetzen. Soweit wie die Einheiten reichen. Natürlich sind die schwachen Panzer, die wir haben, hier Panzer 1B und Co. Jetzt noch nicht die tollsten Verbände, sind zwar noch einigermaßen schnell, aber mit der Kampfkraft sieht es eher mau aus. Aber man sieht auch, wie zum Beispiel diese leichte Artillerie bewegt wird. Da ist ein leichter Feldwagen, HF1 unterwegs. Pferde ziehen diese kleine Ari, die ist halt angeprotzt, aufgeprotzt, angeprotzt, wie sagt man. Und die Jungs, die das Ganze bedienen, können halt im Planwagen mitfahren, wo aber auch Material, Munition und so weiter geladen wird. Ja, mal gucken, dass man hier nichts verpasst. Wir haben hier unten noch Einheiten vom 9. Armeekorps. Ich könnte, wenn ich wollte, hier den Rhein überschreiten oder mich einfach zurückbewegen. Das bleibt sich wahrscheinlich fast gleich. Hier rein, eine Runde in den Rhein. Die Frage ist, kann der Rhein überhaupt überschritten werden? Wenn das nicht so ist, wäre es Quatsch. Deswegen machen wir es halt so rum. Sind wir schon bei 1695 Prestige. Das ist eine schöne Sache. Haben wir Brückenpioniere bekommen? Könnten wahrscheinlich eine Brücke logischerweise über den Rhein errichten. Ich bewege die auch momentan alle sehr, naja, sehr mutig vorwärts. Einfach weil ich damit nicht damit rechne, dass ich hier auf Feinde stoße für den ersten Moment. Den Aufklärer ziehen wir hier nach Süden, der kann hier unten Städte erobern. Also Mainz und Wiesbaden haben wir jetzt schon komplett besetzt. Welche Einheit war noch nicht? Ah ja, natürlich, die Flak war noch nicht im Spiel. Warum, fragt man sich. Wir lassen sie mal unsere Truppe hier begleiten.
Und falls französische Flugzeuge auftauchen sollten, haben wir dann einfach die passende Antwort parat. Auch jetzt ging es schnell voran. 12 Uhr, wie vermutet, also 2 Stunden pro Runde. Es regnet, das macht nichts. Okay, und da ist das Event, mit dem wir eben rechneten, ein Besuch auf Burg Eltz, siehe Dollarzeichen südwestlich von Koblenz, haben wir schon entdeckt, in der Nähe der Mosel, kann sich lohnen. Der Aufenthalt einer ihrer Einheiten sollte den goldenen Nachttopf eines Hausherrn aus dem 14. Jahrhundert zutage fördern, was ihnen 500 Prestigepunkte einbringt. Also hopp, rauf auf den Topf. Vielleicht wird ja eines Tages das Bild dieses prächtigen Gemäuers sogar einen Geldschein zieren. Also ich muss sagen, ich finde es sehr witzig, solche, ja, auch mal lustigen, nicht ganz ernst gemeinten Nebenmissionen einzuführen. Das hat mir ein bisschen gefehlt in der Hauptkampagne von Panzerkorps. Man sieht halt, dass hier mit Liebe das Ganze erstellt wurde. Und vielleicht auch ein bisschen Sachkenntnis von den Gegenden, auf denen wir uns befinden. Also ich finde es sehr witzig. Hier drüben war Burg Eltz, da sind wir ja vorhin schon mal gewesen. Wir bewegen also jetzt eine Einheit in die Nähe und sammeln den wertvollen goldenen Nachttopf ein. Wer könnte dazu schon Nein sagen zu so einer Mission? Jetzt nochmal ganz kurz geguckt. Ich glaube, die Verbände der Franzosen waren bei Trier. Übrigens auch schön, dass man hier immer wieder nachlesen kann, was ist denn so alles passiert und was geht's denn? Trier, Trier, Trier. Östlich von Trier. Okay. Also hier unten. Also Kampfeinheiten sollten sich dorthin bewegen. Das ist ja alles freies Gelände. Also müssten wir diesen Hauptweg folgen hier runter. Ja, das ist am sinnvollsten. Gut. Dann tun wir das doch. Also Artillerie, Panzer und auch unsere Flak bewegt sich dort lang gegen die Aufklärungsfahrzeuge oder auch mal die Infanterie, andere Wege nehmen kann. Kavallerie ist ja auch immer sehr beweglich. Ich finde Kavallerie übrigens sehr, sehr gut geeignet, um in dem Spiel diverse Rollen zu erfüllen. Sie können sich bewegen wie ein Aufklärer, also mehrfach pro Runde können sich ihre Bewegungsreichweite einteilen, was ja schon mal sehr schön ist. Sie sind vom Gelände kaum beeinträchtigt, was natürlich sehr hilfreich ist. Und sie sind gerade gegen die früheren Infanterieeinheiten auch ziemlich kampfstark. Das sollte man nicht vergessen. So eine Kavallerie hat einen Angriffswert von 5, Verteidigung 4, Initiative 1. Und wenn wir jetzt mal eine Infanterie nehmen, dann haben wir ja auch Angriff 4, Verteidigung 8, Initiative 2. Also die Initiative ist zwar geringer und die Verteidigung auch, aber der Kampfwert ist höher, die Sichtweite ist höher, die Beweglichkeit ist höher. Also, ich weiß die zu schätzen. Muss ich auch wieder zurückdenken an das lange Let's Play zu Battlefield Europe, als man vor allen Dingen im Süden Russlands damals mit vielen Kavallerieverbänden operiert haben, versuchten damit die Partisanen im Schach zu halten. Die Kavallerie kam meistens aus den ja, von den Bundesgenossen. Rumänische, ungarische oder ähnliche Kavallerie. Und die war dort wirklich sehr, sehr hilfreich. Da, wo Motoren versagen, wo Sprit knapp ist, freut man sich doch darauf, wenn man so eine Verbände zur Verfügung hat. Na, ihr seht das, also die Eroberung dieses Geländes geht relativ zügig. Wir haben aber noch viel, viel Zeit, damit man sich natürlich fragt, was ist da noch zu erwarten, dass uns so viel Zeit gegeben wird? Es muss ja ein Grund vorhanden sein. Mal so auf der Karte geschaut, sind wir doch schon relativ weit vorgestoßen. Also das 6. Armeekorps hier oben tut seine Arbeit. Die Einheiten vom 9. Armeekorps machen es genauso. Ah, schön, wir können hier unten nochmal überqueren, oder? Ich hoffe, das ist nicht außerhalb und nur gezeichnet. Also ich hoffe, wir können nach Worms rüberfahren. Das würde natürlich einen kürzeren Weg bedeuten, also hier etwas funktioniert. Jetzt immer noch keine Feinde gesichtet. Schön. Was wir natürlich nicht machen, weil wir uns einfach darauf verlassen, dass wir hier vorwärts stürmen sollen, ist in irgendeiner Form diese neu eingenommenen Städte zu sichern. Ich hoffe, das erweist sich nicht im Nachhinein als großer Fehler.
der sich dann halt bitter rächt und mit dem wir dann auch wirklich zahlen müssen. Aber es ist einfach zu lange her, dass ich das Szenario gespielt habe, als dass ich das noch genau weiß. Ja, Rundenende. 14 Uhr. Jetzt ist auch der Boden schlammig geworden. Es hat stundenlang geregnet und wenn das passiert, dann sieht alles braunmatschig aus und da kommen unsere Einheiten deutlich schlechter voran. Insbesondere die Fahrzeuge haben jetzt zu tun. Ich wollte ja eigentlich hier unten raus und gucken, ob das funktioniert. Wir werden dann also sicherlich bald mal auftanken müssen. Ihr seht es ja an der Reichweite, da kommt gerade mal noch 4 Felder weit und dabei ist das wirklich eine sehr geländegängige Einheit. Die Kavallerie hingegen lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Die macht ihr Ding. Brückenpios, ja, können hier hingehen. Wenn natürlich Schienen und Straße zur Verfügung stehen, ist alles schön, ist alles gut. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben halt diese ganzen motorisierten Verbände ein bisschen ein Problem. Wir wollten ja diesen Dreier-Trupp nach Süden ziehen. Wo ist er? Da ist er. Ja, den hätten wir vielleicht gleich komplett anders stellen sollen. Was ist ja, also jetzt, für dieses ist ein relativ weiter Weg. Müssen mal gucken, kann der dann hier runterfahren? Hier. Genau, den schicken wir einfach hier quer durch. So, auch das wieder ein ungewöhnliches Szenario, wo natürlich jetzt im Moment wenig Spannendes passiert, muss man natürlich auch sagen. Klar, ich bewege Einheiten einfach immer weiter vor und nehme einfach immer mehr ein. Sammle hier Prestige an für die nächsten nachfolgenden Ereignisse. Kavallerie wird jetzt den Nachttopf einnehmen oder holen, weil wir wissen ja, da ist entscheidend für den weiteren Kriegsverlauf. Ohne goldenen Nachttopf haben wir überhaupt gar keine Chance. Das ist uns allen bewusst. Deswegen sind wir selbstverständlich, haben wir uns selbstverständlich auf den Weg gemacht, um dieser wichtigen Mission gerecht zu werden. Was fehlt uns noch? Niemand. Weiter geht's. Keine Gegenwehr, kein Feind. Es ist wieder klar, der Boden ist abgetrocknet. Unsere Einheiten können sich wieder normal bewegen. Das ist schön. Wir haben bereits fast 3.500 Prestigepunkte gesammelt. Heidewitzka, das ist eine ganze Menge. Aber es wartet auch noch einiges auf uns. Ja, es ist also ungefähr mal über die Hälfte der Karte gehört uns. Den Rest dürfen wir jetzt noch einnehmen. Und das werden wir auch tun. Da möchte ich ja gerne nach Worms übersetzen, was aber scheinbar doch nicht funktioniert. Ich lasse mich einfach überraschen. Wenn nicht, dann ja, muss es halt der Aufklärer von hier oben bringen. Natürlich ist es mein Ansinnen, jedes Feld einzunehmen, ist doch klar. Und ach so, es fällt mir gerade ein. Ich will gucken, wo war jetzt Burg Eltz? Burg Eltz. Wie war denn die Maßgabe? Bringen Sie eine Infanterieeinheit oder bringen Sie eine Kavallerieeinheit? Was für eine Einheit soll ich eigentlich hinbringen? Eine Ihrer Einheiten. Okay, also muss jetzt eine Runde da stehen bleiben auf Deutsch. Also ich vermute das einfach. Naja, dann lassen wir die halt warten. So ein Nachttopf ist auch schwer, ist ja aus Gold. Den muss man erstmal durch die Gegend tragen, ne? Meine Hauptkampfverbände bewegen sich weiter nach Süden. Muss dann wahrscheinlich auf die französische Kavallerie treffen werden. Schauen wir mal, ob das so ist. Auch das ist eine Situation, die wir wahrscheinlich nicht sehr oft erleben werden. So einfach vorstoßen zu können, blitzkriegsmäßig, ohne erwarten zu müssen, dass wir an irgendeiner Stelle auf ernsthaften Widerstand treffen. Das ist wahrscheinlich die Ausnahme. Natürlich szenariomäßig so gewollt. Denn erstmal muss ja diese Gegend hier militarisiert werden, bevor wir sie dann in Kampfhandlungen wiedersehen, verstricken können. Ist halt schlechtes Gelände, hier kommst du halt. Ist vielleicht auch blöd, darunter zu fahren, hier kommt man halt schlecht durch. Müsste man alles über diesen Weg hier oben lang lösen.
Ich denke mal, das ist sinnvoller. Könnte die Kavallerie durch diese Gelände eine Art bewegen. Das ist durchaus drin. Alles andere. Aber bitteschön immer schön auf der Straße lang. September ist ja manchmal auch alles schon ein bisschen hässlich, wettertechnisch. So wie es auch eben war. Und dann ist man froh, wenn man eine gute Straße hat. So. Wie vermutet, ich komme mit dieser Aufklärungseinheit nicht über den Rhein. Kann also Wurms zwar sehen, aber ich kann nicht hinfahren. Demzufolge fahre ich wieder zurück. Schade. Was fehlt uns noch? Die einer, die auf Burg Elz bleibt. Und damit ist der Zug zu Ende. Klar, aber irgendwie passierte nichts. Da täusche ich mich. Das ist doch das Feld, was wir besetzen sollten. Oder das Dollarzeichen. Meinen die mit einer ihrer Einheiten eine meiner Kerneinheiten? Vielleicht ist es das. Wir switchen das Ganze mal. Und ansonsten halten wir uns noch die kleinen Aufklärer vor. Vielleicht ist der dazu besser geeignet, warum auch immer. Ich kann natürlich nicht alles nachvollziehen, was die Szenariobauer sich dabei dachten. So. Städtchen sind jetzt schon in Reichweite. Und wir haben gerade einmal Zug 6. Finden uns also jetzt am zweiten Tag. 8 Uhr. Also 5 Runden pro Tag. Das ist schon ganz ordentlich. Hier wird Sprit nötig. Bald Sprit nötig. Alles, wie gesagt, nach hier oben, das bringt nichts, nur um zu eiern. Das ist, wir haben hier bloß noch 2 Orte einzunehmen. Das kann der Aufklärer auch alleine, da braucht er niemanden für. So. Wieder was dazugelernt, was den Rhein betrifft. Der ist einfach zu dick, zu groß, zu schwer, zu tief, zu gefährlich, zu was auch immer. Kann von unseren Aufklärungsverbänden nicht überquert werden. Okay. Da warten wir noch, weil wir nicht wissen, was passiert. Die haben keinen Sprit mehr. Das sollte kein Problem sein. Hier oben bewegen wir hier quer durchs Gelände. Die Kavallerie kann das ja ganz gut. Die Infanterie besetzt eine Stadt. Den kleinen Aufklärer. Ja, wie gesagt, ich warte mal hier, weil ich nicht weiß, wen ich da jetzt wirklich reinbewegen soll. Und beende mal die Runde. Runde 7 gilt immer noch nicht. Das ist natürlich immer die Sache, die mich so ein bisschen verrückt macht. Der Aufenthalt einer ihrer Einheiten sollte den Nachttopf zutage fördern. Also hopp. Einer ihrer Einheiten. Tja, das ist dann schon mal nicht die. Was haben wir da noch übrig? Infanterie? Ich bewege jetzt nochmal eine Infanterie zurück, um zu hoffen, dass das dann was bewirkt. Vielleicht ist aber auch in der Szenarioerstellung, Beschreibung ein bisschen was durcheinander gegangen. Weil, wenn man das jetzt wortwörtlich nimmt, habe ich ja im Grunde die Aufgabe bereits erfüllt. Ich habe sogar schon 2 Einheiten in dem Gebiet gehabt, aber sei es drum. Noch haben wir ja jede Menge Zeit und können ja ein bisschen rumexperimentieren und schauen, was passiert. Ja. Oh, jetzt wird es langsam eng. Wie gesagt, es ist nicht mehr viel da, was wir erobern können. Was fehlt uns noch? Ah, der fährt wieder zurück. Jawohl. Und die Verbände müssen noch geschickt werden. Das kriegen wir hin. Ja, frisch aufmunitioniert. Dachte ich zumindest. Die Kavallerie von mir aus durchs Gelände. Gut. Der fährt rüber nach Worms. Und dann machen wir an der Stelle einen Break. Bis gleich.